So, hallo. Im Hintergrund lädt Folge 154 hoch. Ich hoffe, dass das nicht weiter hier an der Aufnahme irgendwas beeinflussen wird, aber dürfte eigentlich nicht. Letztes Mal haben wir Beast mit Samson abgeschlossen und ich habe gesagt, ich würde gerne mit Eve weitermachen. Ich weiß gar nicht mehr, was Eves Fähigkeit war. Wir werden es aber gleich wieder erfahren. Sumptorio. War das? Oh mein Gott. Oh, das waren diese Viecher. Oh, dang it, ich erinnere mich. Da kann es interessante Kombinationen geben. Ich erinnere mich. Konnten die auch schießen? Ach so, die kamen vor allem automatisch, wenn ich nicht aufhöre zu schießen, ne? Ah, okay, und wenn ich dann... Okay, jetzt kommen sie nicht mehr. Weil jetzt wäre es dann das letzte halbe Herz. Ach, ich... Oh Gott. Oh Gott, ja gut, dann... Ich lese mal kurz, was Counter mir konkret geschrieben hat, wen ich damit machen soll. Ich glaube, damit will ich nicht alles spielen. Was hat er mir denn geschrieben, was ich damit mit denen machen soll? Ach, du grüne Neune. Ob das... Oh, ob das gut geht. Wir werden es mal probieren. Wir werden es mal probieren, aber uff. So, er hat mir vorgeschlagen. Es ist ewig her, Discord. Wo ist es da? Ich rate dir. Es geht um ein Trinket, wenn man Isaac, Blue Baby, Satan und The Lamb. Okay, also die beiden Wege, die beiden Hauptwege abschließt. Ja gut, wir probieren es mal aus. Die beiden klassischen Hauptwege, möchte ich fast dazu sagen. Okay, ich sehe schon, es zu halten ist irgendwie schwachsinnig. Nee, dann ist es, glaube ich, echt besser. Ich riskiere es halt, dass mir nur noch ein halbes Herz übrig bleibt. Und dafür habe ich aber die Viecher. Aber das Problem ist natürlich, dass die auch sterben können, ne? Oioioi. Aber wenn ich halt nicht schießen kann... Na, ich müsste jetzt wieder stoppen zu schießen. Das ist total umständlich. Das fühlt sich an wie eine ganz krasse Tears-Down. Das ist nicht gut. Dann versuche ich eher mit denen zu schießen und sie halt nicht wieder zu verlieren. Uiuiuiuiui. So, dann jetzt aber dran denken. Wir dürfen uns wieder in den Itemraum krallen gleich zu Beginn. Wir wollen nicht Beast spielen. Da muss ich immer dran denken, nachdem ich eine Runde Beast gespielt habe, dass ich jetzt gar nicht in einen Itemraum, dass ich jetzt gar nicht auf Planetarium wieder gehe. Ich freue mich natürlich über ein Planetarium, so ist es nicht. Aber ich werde Itemräume natürlich nicht skippen. Da könnte es sehr interessante Synergien geben. Da könnte es wirklich sehr interessante Synergien... Oh, geh bitte nicht kaputt. Komm zurück. Da könnte es wirklich sehr interessante Synergien geben. Na, das ist schon mal nicht so gut. Aber das ist schon mal interessant. Aber die Tiersrate ist auch so einfach schon richtig kacke. Das liegt gar nicht an dem. Der hat einfach jetzt schon eine richtige... Oh, der hat eine richtig beschissene Tiersrate. Ja, moin. Okay. So, kommt mal gleich raus, damit ich ordentlich schießen kann im nächsten Raum. Ich hoffe halt, ich verliere die nicht gleich wieder, weil dann sind sie natürlich weg. Und dann sind auch die Herzen weg, die ich dadurch zurückbekommen könnte. Huh. Schlüssel ist schon mal gut für den nächsten Itemraum, der ja irgendwann kommen wird. Da sehe ich mich. Haben wir Bild? Bild und Ton, alles da. Okay, da ist mein Item. Und da ist ein anderer Raum. Nein! Oh ja, ich bin blöd.
Das ist das Problem. Das ist das große Problem mit dem Charakter. Okay, das ist gut. Dann will ich doch jetzt lieber blaue Viecher haben. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich will doch lieber blaue Viecher haben, als ein rotes Herz zu riskieren. Aber scheinbar zieht der erst die roten Herzen. Und dann die blauen. Ah, I see. I see. Er zieht erst die roten Herzen, okay. Ich glaube, so ist es am schlauesten. Ich gehe einfach in den Raum rein. Und schieß normal und mit der Zeit kommen halt einfach mehr Viecher dabei raus. Ich glaube, so ist es am besten. Dann werde ich nicht gestoppt beim Schießen. Und es wird halt mit der Zeit immer weniger Energie, aber dafür auch mehr Schuss. Und zwischendurch kann ich ja mal Kuh machen, dann kann ich trotzdem weiterschießen. Ja, ich glaube, so ist es am besten. Und dann habe ich auch wieder Energie. Wenn ich jetzt versehentlich getroffen werden sollte, dann habe ich trotzdem meinen Schutz. Wie war denn das? Man konnte die doch auch irgendwie selbst laufen lassen, ne? Ging das irgendwie so? Ja, genau, man konnte die stehen lassen. Und dann könnte man mit denen auch praktisch Schaden machen. In dem Moment, wo sie zurückkommen, macht man Schaden mit den Viechern. HP up, Tears down ist semi-gut, aber irgendwo auch semi-schlecht. Weil Tears down ist jetzt... Oh, nee. Das fühlt sich jetzt gar nicht gut an. Sheesh. Oh, weia. Oh, weia. Oh Gott, Hilfe! Ey, wenn mich die jetzt treffen, ne? Das wäre frech. Okay. Ich mach mir unschlüssig. Ach, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird unangenehm mit dem Tears Down. Wir haben halt eh schon eine krasse Tears... eine schlechte Tears-Rate. Ach du Scheiße. Sheesh. Oh Gott, guckt euch die Tiersrate an. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine absolute Katastrophe. Wieso haben wir so wenig Energie nur noch? Oh Gott. Das ist eine noch größere Katastrophe. Uff. Uff, oh je. Dann nicht. Chaos. Will ich Chaos? Why not? Aber dann wären zum Beispiel Engelräume nicht mehr so nützlich. Aber andererseits könnten halt die Räume... Ah. Schwierig. Sehr schwierig. Ich werde auch nicht so viele Bomben kommen. Oh Mann, das hat mir nicht mal jetzt was gebracht. Wir nehmen es mal mit. Aber das ist jetzt... Pff.
Das ist jetzt wirklich schwierig. Na, mal schauen, was... Oh, nee! Jeder Treffer ist Mist, weil dann kriege ich auch weniger Viecher, dann habe ich noch weniger Vorteil. Oh, boy. Also, das Tierstown ist massiv schlecht. Shish. Ich riskiere jetzt was. Ich opfere jetzt einen Schlüssel und eine Bombe und hoffe, dass aus dem Sack was Besseres rauskommt. Okay. Da hätte es effektiver mehr gebracht, hier die Bombe zu setzen. Wisst ihr was? Wir haben noch kein brauchbares Baseball-Item. Ich gönne mir jetzt erstmal ihres. Ich gönne mir jetzt erstmal ihr Item. Das sollte auch einfacher sein, als die mit Schüssen zu bekämpfen. Die hat so viel HP noch. Und ich habe so wenige Tiers. Dann versuche ich einfach auszuweichen. Das ist einfacher. Tschüss. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Also sehr schön ist es überhaupt nicht gelaufen, aber hey. Was soll's. Uff. Aber wenn wir mal zurückblicken, der erste Versuch mit Tainted Samson war auch eine absolute Katastrophe. Also insofern bin ich doch in guter Gesellschaft. Okay. Sehr schön, die sprengen sich einfach gegenseitig. Ey, aber die Tiersrate, ne? Katastrophe. Also, ein Tiersdown. Ja. Okay, so viel dazu. Ein Tiersdown ist mit Tainted Eve so ein krasser Nachteil. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist cool. Das Gute ist auch, wenn wir mit einem halben Herzen immer eine Pille einsetzen, kann es kein Bad Trip sein. Weil dann gibt's nur, dann wird ein Bad Trip zu Full Heal. Das ist eigentlich voll gut. Junge, geht mir nicht auf die Nerven. Mein Gott. 3 Jahre später. Okay, gleiche Theorie. Ich setze Pillen nur noch ein mit halbem Herzen. Die Powerpill hätten wir jetzt natürlich besser nutzen können, wenn man gewusst hätte, was es ist, aber ja, in dem Fall konnte ich halt nicht viel anderes machen. Ich bin hier ein bisschen eingeengt. Scheiße. Oh, sie hat ja den Effekt. Den habe ich ganz vergessen. Stimmt, die hat ja den Effekt und dann kriegen die Viecher ja alle dieses Teil. Ah, das habe ich ganz verdrängt, dass sie das ja hat. Richtig. Richtig. Habe ich komplett vergessen. Da war ja was. Ich finde das gut, dass ich gesagt habe, ich möchte erstmal die Charaktere kennenlernen. Deswegen spielen wir als erstes die
die Charaktere im Greed Mode. Und jetzt weiß ich es trotzdem nicht. Aber dafür haben wir die ganzen Fragezeichenkarten schon. Das ist schon auch wichtig. Die Fragezeichenkarten haben uns jetzt schon oft gute Dienste erwiesen. Also muss man schon dazu sagen, die Fragezeichenkarten haben uns bisher schon oft gute Dienste erwiesen. So, wie ist denn das jetzt, wenn ich den hier mache und dann getroffen werde? Müsste ich da nicht die Verwandlung fabrizieren? Bleibt hier mal bitte ein bisschen da oben. Nee. Weil die Viecher noch leben, ne? Scheiße. Okay, war dumm. Nevermind, war jetzt ein bisschen blöd. Aber ist egal, war nur ein halbes Herz. Gibt Schlimmeres. Okay, das ist ein cooler Companion. Familia heißen die Dinger hier. Familia. Ist tatsächlich, der ist tatsächlich ganz cool. Weil der macht schön Schaden. Das gefällt mir, den mag ich. Den mag ich sehr. Den mag ich sehr. Okay. Okay, wir haben zwei Bomben. Wenn da oben ein Schlüssel drin sein sollte, dann werde ich die zweite Bombe... Okay, so, jetzt stopp. Ach so, ich habe schon die zwei draußen, ne? Dann kann ich jetzt hier das einsammeln. Okay. Ach, wir haben ja den Schlüssel. Ich trottel, wir haben ja den Schlüssel. Wir haben so... Tears up für Eve. Tears up für Eve. Sehr gut. Jetzt darf ich vor allem gerade nicht Q drücken, weil dann kriege ich nichts zurück. Stimmt, jetzt darf ich nicht mehr Q drücken, weil dann, ich habe im Moment mehr Sachen dann draußen, als ich eigentlich nutzen kann. Aber jetzt ist auch das Drücken besser. Jetzt ist das Drücken deutlich besser. Durch das Tears Up kann ich jetzt durch Button Mashen schießen. Das ist, oh, das ist so viel besser. Und ich bekomme so nicht mehr von den Viechern. Jetzt muss ich mal gucken, wie das ist. Ich hoffe, dass man die nicht sprengen kann. Ich will natürlich an die beiden Dinger daran. Deswegen einmal hier so. Hier eine Bombe legen. Und dann hier eine Bombe legen. Ah, ich habe keine mehr. Okay, wenn wir nochmal eine Bombe bekommen sollten... dann kann ich mich da nochmal nützlich machen. Jo, aber das ist jetzt gut. Das ist jetzt richtig gut. So kriegt man ja mit der Zeit immer mehr Schüsse auch zusammen. Doch, Geist, mach mal dein Ding. Die sind zu weit weg für dich, ne? Jetzt. Jetzt kannst du zu dem auch mal hin. Nein, der ist auch zu weit weg für dich. Okay. Ah, oh, nee, jetzt hängen die da fest. Jetzt muss man hier noch einen Weg... Oh, Bücherei. Wenn wir Glück haben, sind da gleich drei Bücher drin. Wenn wir Pech haben, nicht. Aber vielleicht zumindest ein Buch, was wir nutzen können. Sowas wie Book of Revelations wäre cool. Drei Bücher. Stabil. Eins, zwei, Bücherwurm. So, und das hier nehmen wir mit. Genau, das hier nehmen wir mit. Das ist ein gutes Buch für die Situation, die wir haben. Das ist ein sehr schönes, gutes Buch. Ich
glaube, ich muss die auch gar nicht. Die kommen ja eh mit mir mit, ne? Selbst wenn ich die jetzt nicht. Yo, aber das ist jetzt so viel besser, dass ich jetzt, wenn die Tiersrate oben ist, dann kann ich einfach schießen, ohne dass es sich wie ein Tiersdown anfühlt, wenn ich stoppe. Das ist so viel besser. Wir müssen es jetzt ja auch nicht übertreiben mit den Viechern erstmal. Oh, das ist echt gut. Komm her. Das ist echt gut. Yo, das ist richtig gut. So, Shop können wir betreten. Vorsichtig, nicht ins Feuer laufen. Die gehen halt sehr schnell kaputt. Okay, ich habe gerade keine Bombe, aber ich würde mir dann auf jeden Fall Steam Sale gönnen. Das ist mal ganz klar. War hier noch ein Raum? Nein, okay. Also, wenn wir noch eine Bombe bekommen würden, dann... eine Bombe, eine Münze brauchen wir ja nur. Nicht eine Bombe, das war Quatsch. Brauchen... Yes, Steam Sale ist unsers. Und gleich zu Beginn Steam Sale haben, ist auch sehr gut. Gleich zu Beginn sich einen Steam Sale gönnen, ist eine schöne Sache. Ganz schön großes Basement 1, muss ich gestehen. Aber ist okay. Oh, wir können hier Dings machen. Oh, lol. Ja, gut. Ach ja, wenn wir hier nochmal eine Bombe haben, ist ja auch nochmal richtig. Nicht. Machst du nicht kaputt. Ich meine, früher oder später werden wir ein oder mehrere verlieren. Vor allem mit den Explosionen sind halt alle auf einmal weg. Das ist das Problem. Aber trotzdem ist mein aktueller Schussmodus halt sehr, sehr... Ja, lol. Halt sehr, sehr gut. Okay, so. Ah, jetzt kann ich aber natürlich meine Bad-Trip-Theorie nicht mehr machen, weil dann hätte ich zu viele und das würde nicht... Na, wobei, ich kann eigentlich doch die roten Herzen kann ich rausnehmen. So. Let's go. Ach so. So viel zu meiner Theorie. Ups, ich habe das komplett verdrängt. Das war falsch gedacht. War falsch gedacht. Sorry, war blöd. Ja. Never mind. War falsch gedacht. Ach, hier ging's. Hier war der Raum. Haben wir dann schon alle Räume gesehen? Ich dachte, wir haben noch einen Raum übrig, aber haben wir gar nicht. Okay, alles gut, dann gehen wir zum Boss. Ja, da habe ich jetzt Bad Trip kassiert und würde die Herzen jetzt auch nicht mehr zurückbekommen, wenn ich jetzt Q drücke. Ja, es ist okay. Habe ich blöd gemacht. Muss ich mitleben jetzt. Okay, das läuft. Das läuft aber sowas von. Also Tears Up ist die Lösung schlechthin für ihn. Also Tears Up ist die Lösung schlechthin für ihn. Für sie. Entschuldigung. Ich mach das immer falsch mit ihrem. Was ist... Die gehen aber jetzt mit, oder? Nicht, dass ich die jetzt verliere. Das wäre ärgerlich. Ich hoffe, die gehen mit. Das wäre sonst blöd, wenn die jetzt weg sind. Nein, okay, man nimmt die schon mit. Weil das wäre sonst ärgerlich, wenn man dann, ne? Weil, wie gesagt, wenn ich jetzt Q drücke, dann bekomme ich ja kein einziges rotes Herz dazu, obwohl hier ganz viele rote Herzen mit mir rumlaufen. Und ein blaues. Halbes. Das sind ja halbe Herzen. Ja, da überlegt man sich dann auch zweimal in so einen Raum wie den hier unten reinzugehen. Aber let's go. Es ist risky, aber ich denke, man kann es machen. So. Ja, weiter hier. Auch das wieder risky, aber let's go. Nicht so schlimm, kriegen wir alles schnell weg. Alles easy.
Die werden uns jetzt nicht Probleme bereiten. Aber können wir uns mal kurz sammeln, Freunde? Können wir uns mal kurz sammeln? Kommst du auch mal wieder ran? Danke. Okay, schnell weg. Hauptsache, ich verliere die nicht an irgendeinem Gegner. Vorsicht! Das war knapp. Der hätte mir jetzt theoretisch mit einer ganz schlechten Explosion hätte der mir alle nehmen können. Oh, das ist gefährlich. Trollbomben sind super gefährlich. Für die Geschichte, merke ich gerade. Oh! Das ist auch Geldviecher? Man weiß es nicht. Aber ich kann es jetzt nicht testen, weil der wird jetzt als erstes die Roten wegziehen. Insofern will ich das jetzt auch gar nicht testen. So, was haben wir im Shop Hübsches? LOL! Oh, jetzt haben wir ein Knochenherz da. Gibt's auch ein Knochenviech? Nimmt er jetzt das Knochenherz? Das will ich gar nicht testen. Der soll das Knochenherz ja gar nicht nehmen. Okay, wir können das Knochenherz direkt füllen. Deswegen bin ich auch tatsächlich direkt rein. Und wir haben ein 7er-Item. Das würde ich auch auf jeden Fall versuchen zu kaufen. Nice. Aber erstmal holen wir uns den Sack. Der meistens schon sinnvoll ist. Vorhin war er halt absolut mal selten sind nicht sinnvoll. Sollen wir gleich das 7er-Item holen? Ich könnte es halt holen. Ne, wir haben genug Dings hier. Nein, wir warten mal die Ebene ab. Ich merke es mir auf jeden Fall und mit 7 Münzen kehre ich hierhin zurück. Wir müssen nicht immer das Ding sofort sprengen. Man kann auch mal ein bisschen geduldig sein. Ey, aber alles, was man mit Eves braucht, ist erstmal, also vor allem ein Tears Up. Tears Up ist so wichtig für sie. Tears Up ist so sau wichtig. Und wir haben tatsächlich auch nur eins, ne? Wir haben ein Tears Up. Und das hat schon gereicht, um das Spielerlebnis mit ihr so viel besser zu machen. Das hat schon gereicht. Um das Spielerlebnis so viel besser mit ihr zu machen. Das ist insane. So, jetzt kann ich natürlich, um das Herz hier zu nutzen... Na, wobei, wir warten erstmal kurz. Wobei, doch, eigentlich kann ich schon, oder? Es läuft aber auch nicht davon. Wir lassen die Herzen hier mal liegen. Ja, hier ist auch noch eins. Nice. Was haben wir jetzt hier? Ach ja, ich sehe die Items ja nicht. Okay. Sister Maggie, auch in Ordnung. Nichts besonders Krasses, aber in Ordnung. Und ein Weg zum Conjoint-Transformation. Kann ich mit leben. Aber die Herzen, die hier rumliegen, sehr gut. Weil die können wir dann alle noch verwandeln, bevor wir die Ebene verlassen. Die können wir alle in kleine Bubbel verwandeln. Scheiße. Aber wir haben jetzt zum Glück nur das Knochenherz verletzt. Dann machen wir jetzt gleich mal Folgendes. Ich setze einen ein, dann dürfte das Knochenherz reduzieren um eins. Oh, das ist jetzt der... Ah, da ist jetzt ein Goldner draus geworden. Der hat jetzt den Geldeffekt vom Knochenherz genommen. Auch cool. Das heißt, jetzt zieht er das halbe Knochenherz und jetzt kann ich es wieder füllen. Genau. Sehr schön. Wahrscheinlich macht der Gelbe sogar mehr Schaden. Vielleicht hat er auch mehr HP. Man weiß es nicht. Es wäre denkbar. Okay, Pille ist gefährlich, haben wir gelernt. Aber wir probieren es natürlich aus. Was soll man anderes tun? Muss man mitleben. Ne? Wenn man es einsetzt, muss man es halt akzeptieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Raum ist super gefährlich. Die können mich komplett wegnudeln, ne? Die können meine Viecher komplett wegnudeln, wenn ich nicht aufpasse.
Die gehen als erstes da runter. Das heißt, die kommen da erst so schnell nicht wieder rein. Das heißt, wenn ich da runter gehe... Oh, shit! Nein, kommt mit, Freunde! Okay, die gehen aber jetzt erst da oben rein. Da muss irgendwo ein Schalter sein. Ach nee, der Raum ist einfach offen. Boss haben gar keine Chance. Chillig. Speed up, okay. Da liegt noch ein blaues Herz. Jetzt weiß ich nicht, ob es gesund ist, hier zurückzugehen. Weil die gehen als erstes... Ja, scheiße, die gehen als erstes da rein. Ich muss es riskieren. Aber muss ich? Ja doch, die ganzen Herzen will ich eigentlich schon noch ausnutzen und verwandeln. Die Frage ist halt, was passiert... Ich müsste aber gerade mit denen durchkommen. Ja, perfekt. Und dann kann man da hochlaufen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Schaden nehmen würden an den Stacheldingern. Müsste man mal testen. Mit einem müsste man es mal testen und den einfach opfern. Klingt brutal. So, aber jetzt kann ich nämlich hier schön... schöne Dinge tun. Wenn ich jetzt da oben... Wie viele Herzen haben wir in der... Nee, wir haben für das... Also fürs Opfern da oben haben wir zu wenig Herzen in der Ebene. Aber ich kann neue Viecher erstellen. Das ist ja, was ich möchte. Ich weiß nicht, ob die in meiner Explosion landen, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Das möchte ich nicht riskieren. Ich weiß auch nicht, ob die in der Stachel draufgehen würden. Will ich auch nicht riskieren. okay. Dann noch das 7er Item. Achso, es sind ja immer 7er Items jetzt, weil wir Dings haben. Aber ist egal, ich will wissen, was es ist. Bevor es was super geiles ist und ich es nicht ne... Ah, shit. Aber wir werden es leider nicht erfahren, was es ist. Schade. Na gut. Ja, jetzt kann ich nichts mehr... Jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Jetzt ist es so. Jetzt ist es so. Jetzt kriege ich keine Münze mehr zusammen. Okay. Dann hoffe ich jetzt nur, wir können schön vorsichtig... hier wieder rauskommen. Ich habe eine Idee. Ich lasse die einfach hier oben stehen und gehe da alleine runter. Oh, ich dachte eigentlich, ich bin schneller. Ich wollte denen nicht Gefahr aussetzen. Ich dachte eigentlich, dass ich deutlich schneller bin. Aber das war wohl ein Irrtum. Aber hey, es ging gut. Die scheinen keinen Schaden genommen zu haben. Insofern ist das okay. So, Katakombs 1. Let's go. Oh boy, das wird hier reduziert. Hier wird reduziert. Hier wird reduziert, wenn ich nicht aufpasse. Junge, 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 Junge. Der kann böse reduzieren. Mit einem Schlag ist alles weg. Genau vor solchen Explosionsdingern muss ich böse aufpassen. Genau vor solchen Explosionsdingern muss ich richtig böse aufpassen. Okay, Shop und Itemraum in einem. Schön weit wegbleiben. Nice. Das nehmen wir direkt mit. Das schützt nochmal mein Knochenherz jetzt wieder vorerst. So. Erst Job.
Alter, ich habe da so Angst, dass die im Feuer direkt kaputt gehen, ne? Junge, 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 Junge. Okay. Das Item brauchen wir nicht. Den Beutel nehmen wir mit. Und dann raus. Wobei, jetzt können wir noch den Typ sprengen. Für erhöhte Engelchance. Und für Geld. Schön. Itemraum. Jupp. Du kommst einfach mit mir mit. Fies wäre es jetzt, wenn es einfach die Viecher um mich rum auch wegschnetzelt. Das wäre fies. Zum Glück ist es nicht so. So. Okay, Vorsicht, die explodieren. Ich könnte jetzt einige verlieren. Wenn ich Pech habe, verliere ich jetzt einige. Bleibt mal bitte da hinten. Ich mache das selbst. Bleibt mal bitte, wo ihr seid. Ich kümmere mich hier selbst drum. Genau. Hat doch funktioniert. So, jetzt legen wir noch das Ding in die Luft. Schade, aber ist okay. Und da ist direkt der Bossraum. Dann gehen wir da gleich rein. Bevor wir hier noch irgendwie unsere Engelchance gefährden. Sag ich, auf geht's. Und ab durch die Mitte. Da müssen wir jetzt auf die Bomben aufpassen. Die können auch stark reduzieren, meine Viecher. Schön die Bomben gleich wegschießen. Genau, genau, genau. Die Dinger können mir gar nichts. Perfekt. Engelraum ist da. Geld ist da. Sehr schöne Sache. So. Oh yes. Give me that. Okay. Wir probieren's. Ich wüsste nicht, warum das schief gehen sollte. Dann haben wir nämlich direkt einen coolen Schlüssel. So, und jetzt aber schnell raus hier. Bevor hier noch die Feuer... Ja, hat ein bisschen reduziert. Man hat es gesehen, ne? Hat ein bisschen reduziert. Aber muss ich mitleben. So. Geile Geschichte bisher. Nee, hier war nichts weiter Brauchbares. Ich würde noch einen Curse Room mitnehmen, wenn wir einen finden. Da ist er auch schon. Okay, jetzt vorsichtig wieder. Bell. Ich war hier schon drin, Spiel, danke. So, die Bombe, die sprengen wir lieber raus, die Kiste. Das ist immer sicherer. Nice. Wir können ja mal mit, wollen wir mal mit einem testen, ob den Stacheln, was ausmachen? Der eine muss jetzt leider mal testen. Dann muss ich nicht mehr vorsichtig sein bei Stacheln. Dann muss ich bei Stacheln nicht mehr vorsichtig sein. Sehr gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Und das Geile ist halt, die haben jetzt auch den Sacred Heart Effekt mit drin. Die haben jetzt auch den Sacred Heart Effekt mit drin. Das ist super geil. Wollen wir? Doch, ja, schon, ne? Zwei Schlüssel, let's go. Hat sich schon gelohnt. Hat sich einfach schon gelohnt. Hat sich einfach schon gelohnt. Pille, vorsichtig. Okay. Wir haben einiges verloren.
einige Kollegen verloren, aber es ist in Ordnung. Wir haben auch so eine gute Ausgangslage. Wir haben eine saugute Ausgangslage. Holy moly, haben wir eine gute Ausgangslage. Ja, wir sind voll. Wir sind einfach voll. Also ich könnte jetzt auch so viele neue Viecher generieren. Ich würde noch lange nicht an Rotherzschaden rankommen zum Beispiel. Nice. Gefährlich. Okay. Aber ich schätze, so wie die Stacheln denen nichts machen, machen dann die Blöcke denen auch nichts weiter. Wait, da ist noch ein Symbol. Hä, habe ich was übersehen? Ist da ein Schlüssel? Ach ja, da drüben. Da komme ich nicht ran. Da kann ich machen, was ich will. An die Dinger komme ich auch nicht ran. Okay. Wir könnten noch Geheimraum. Wollen wir den noch klären? Es gibt eigentlich nur eine Option. Und wenn die nicht passt, dann lasse ich's. Dann ist es... Weil wenn die nicht passt, dann ist es ganz komischer Geheimraum wieder. Wo man viel zu viel testen muss. Würde passen. Würde passen. Passt doch. Nehmen wir mit. So. Schön. Dann raus hier. Wir haben einige Viecher verloren. Wir trauern ihnen hinterher. Aber es ist okay. Wir haben sehr viel gewonnen. Und leider... gibt es halt Kollateralschaden. Wollen wir noch eine Bombe riskieren? Ich meine, es könnte hier oder hier sein. Ist 50-50. Ist es 50-50? Man weiß es einfach nicht. Ich probiere es hier. Treffer versenkt. Oh boy! Erst die Roten, erst die Roten, erst die Roten, erst die Roten. Ganz schnell. Und dann kann nichts mehr schief gehen. Okay, sehr schön. Es gibt kein Fass zum Verschieben. Das heißt, ich kann den nicht mitsprengen. Wir müssen die Dinger so schieben. Ja, wir haben theoretisch zwei Fässer, ja. Wir haben noch zwei Fässer übrig. Aber wir müssen die so schieben. Nicht ins Feuer gehen, Kollegen. Geht mal hier alle nach hinten. Ich mach das allein. So. So. Jetzt sollte das passen. Jetzt kann ich erst wieder ein paar Herzen, ein paar Viecher generieren, weil es ja erst die Herzen raussaugt. Achso, jetzt wird schon voll. Jetzt wird schon aufgefüllt, habe ich nicht aufgepasst. So, dann nehmen wir einmal den Red Patch. Da ist noch ein Fass. Den Red Patch mit. Und dann geht's weiter. Schön. Sehr schön. Abflug. Puh! Ey, ist schon krass. Ist schon krass, was ein so Speed-Up... Was laber ich? Was ein so Tears-Up ausmacht. Das hat alles verändert. Ich meine, es hat jetzt nicht den Run sofort von Anfang an geklärt. Aber die Bedenken, die ich halt hatte im ersten Ablauf, im ersten Durchlauf, die waren halt direkt weg. Nur wegen dem, was da passiert ist. So, wir holen gleich eins dazu. Sehr schön. Und den sprengen wir gleich für Engelraum. Okay. So. Und dann geht's weiter im Programm. Muss überlegen, rauf oder runter. Ist eigentlich egal, ne? Ist völlig wurscht. Geht absolut beides klar. Es ist so gut, Mann. Ich habe aber auch bei den Pillen ein bisschen Angst, nicht, dass da irgendwie was Komisches rauskommt. Genau. Genau sowas meinte ich, weil wenn die bei den Viechern explodieren, ich weiß nicht, ob die mitgerissen werden. Und das will ich auch wieder nicht unbedingt testen. Wobei wir es eigentlich mit einem auch mal wieder testen könnten, ne? Sind wir mal ehrlich. Kann einer von euch mal mitkommen? Nur einer? Ich euch hier irgendwie so ein bisschen aufgeteilt.
Nee. Ach, wurscht. Lassen wir das mal. Bevor ich zu viele sprenge, wenn es schief geht, lassen wir das lieber mal. Vielleicht kann ich sie woanders besser aufteilen. Hier kann ich sie auf jeden Fall aufteilen. Was mich jetzt schon ärgern wird, ist, wenn ich versehentlich mal nicht die Pille auslöse, sondern dann die das Item und die Viecher zu mir kommen. Weil ich das jetzt ja gar nicht will. Weil ich das jetzt im Moment ja gar nicht will. So, aber jetzt kann ich ganz einfach einen mal hier opfern. Und zwar den da. Vielleicht geht er drauf. Vielleicht geht's auch gut. Wir werden sehen. Okay, die überleben das. Alles easy. Dann muss ich wegen Trollbomben und so weiter mir gar keine Sorgen machen. Sehr schön. Dann werden die wirklich nur von gegnerischen Projektilen getroffen. Oder sowas da. Dann ist das doch in Ordnung. Ist zwar nicht schön, aber ist okay. So. Oh, und sowas trifft die wahrscheinlich auch, ne? Da muss ich auch jetzt böse aufpassen. Weil, wie gesagt, ich kann die schnell regenerieren. So ist es nicht, aber... Es sind ja Lebewesen. Wir wollen ja hier schon so tun, als ob die auch was wert wären, ne? Auch wenn es natürlich nur Pixelknuddel sind. Aber, es sind Lebewesen. So ein Bewusstsein sollte man, finde ich, immer haben. So. Menschen vor dem Bildschirm, was redet dieser Mensch? Ups, ich hab ein bisschen zu oft zu schnell gedrückt. Okay, man lädt jetzt relativ schnell auf. Da muss ich aufpassen. Ich würde eigentlich gerne jetzt die Herzen direkt wieder füllen, die ich da abliegen lassen. Ah, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Muss ich aber jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht zu viel Quatsch mache. Wo gehen wir lang? Wir gehen, würde ich sagen, nach links. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Wobei, wenn es so ist, wie es gerade war, dann tun die mir ja gar nichts mit ihrer Explosion. Dann tut mir die Explosion ja nichts. Dann ist das auch in Ordnung. Jetzt müssen wir mal kurz vergleichen, Red Patch und Dead Stick. Red Patch macht irgendwas mit roten Herzen, meine ich. Deswegen wollte ich den eigentlich mitnehmen. Ach nee, when taking damage, you have a chance to gain plus 1,8 Damage. Ja, ups. Ich will aber gar kein Damage taken. Dann nehmen wir vielleicht lieber den Stick mit, dann kommen mehr Bomben. Das ist auch in Ordnung. Wir haben nicht so viele Bomben und die kann man gut gebrauchen. Und es ist auch nur eine Chance, diesen Damage zu bekommen, also... Ja. Oh, vorsichtig! Und es ist auch nur für den Rest des Raumes. Klar, bei einem Bosskampf vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wir haben halt eh schon recht starken Damage. Ich denke, wir müssen es da nicht übertreiben. Ja, nehmen wir mit. Gönnen wir uns direkt... Sehr geil. Sehr, sehr geil. Jetzt gehen die durch Gegner durch. Sehr cool. Feier ich. Absolut genial. Okay, Shop. Ja, irgendwann muss der ja kommen. Ist aber völlig okay. Kriegen wir schön nochmal Geld hier. Passt. Alles in Ordnung. Irgendwann musste er ja kommen. So. Prima. Sehr gut, da kriegen wir wieder ein Herz zurück. Sehr schön. Auch dafür ist das Buch sehr wichtig, dass wir die Herzen jederzeit zurück... Also nicht jederzeit, aber oft zurückbekommen können. Ah, jetzt hat es mir ein paar Viecher reduziert. Da bin ich ein bisschen dumm reingelaufen.
Ich würde halt gerne das Knochenherz noch füllen, bevor wir hier weiter. Aber das Knochenherz wird auch so schnell noch nicht draufgehen, weil erst kommen die blauen Herzen. Das ist auch wichtig. So, wer denkt, ich habe jetzt alles verloren, irrt sich. Die sind nur hier ein bisschen unterwegs. Am Rand. Gut, machen wir noch kurz die anderen Räume, bevor wir zum Boss gehen. Diesmal haben wir bosstechnisch, müssen wir uns nicht hier hetzen. Es ist alles in bester Ordnung. 26,1%. Wir können auch noch den Geheimraum öffnen. Nee, haben wir schon. Laber Scheiße, alles gut. Nice. Vielleicht nochmal ein Herz oder so. Oh! Okay, das ist ja doch. Ja doch, das feiere ich ein bisschen mehr. Weil dann werde ich mir gut überlegen, ob ich das Buch noch öfter einsetze oder ob ich es dann lieber einfach aufgeladen lasse. Es ist jetzt ein Spacebar-Item, das muss man nicht zwingend einsetzen. Na, das hat natürlich Vorteile, wenn man es einsetzt, aber der aufgeladene Zustand... Aber der aufgeladene Zustand, der kann halt nochmal deutlich besser sein. Mit der Lichtkugel, Lichtkugel sage ich schon, mit der Glühbirne. Sehr, sehr schön. Da, ich überlege... Ja, Quatsch. Dann hat sich das mit Red Patch nämlich auch erledigt. Und wenn wir noch ein anderes Space-Item bekommen sollten irgendwann, was auch sehr oft aufgeladen ist, dann passt die Geschichte. Wäre natürlich jetzt schön, wir gehen mit einem aufgeladenen. Haben wir im Shop vielleicht? Nee, Quatsch, da war nichts. Wir kriegen keine Batterie jetzt, ne? Nee, wir kriegen... Wait, war hier eine Batterie dabei? Nee, okay. Nee, dann riskiere ich da auch nicht, da reinzulaufen. Wir könnten den Supergeheimraum noch mitnehmen. Der dürfte... Ach so. Ah, der hat viel... Nee, der hat... Warte mal. 1, 2, das ist alles nicht zu, ne? Ja, nee, das sind hier schon 3 Möglichkeiten. Nee, da will ich 5 Bomben nicht jetzt opfern. Das fangen wir nicht an, dass wir hier 5 Bomben opfern. Das ist Quatsch. That's Bullshit. Okay. Bosskampf. Wer kommt? Oh, Mister, hasse ich. Den Dude hasse ich ja richtig. Ja, der wird mir jetzt böse reduzieren. Nein, er ist schon tot. Alles cool. Wir haben ja trotzdem... Ich möchte das kurz nochmal betonen. Wir haben ja trotz allem, selbst wenn wir sozusagen die Viecher nicht hätten, wir haben das fucking Sacred Heart eingesammelt. Also, alleine das ist ja schon richtig strong. Alleine das ist ja schon richtig strong, dass wir dieses Sacred Heart haben. Insofern, ich bin relativ zufrieden. Wir haben ganz schön viele blaue Herzen verloren, aber das ist okay. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts liegen lassen, irgendwie, was wichtig gewesen wäre. Insofern, let's go. Also wir machen auch gut Damage. Wir machen auch richtig schön Damage. Da kann man absolut nichts sagen. Wir machen schön Damage. So, Necropolis 1. Oh, das war dumm. Ah, die habe ich nicht gesehen. Die habe ich nicht gesehen. Das war ein bisschen blöd. So, aber jetzt nämlich hier, ne? Noch mehr Tiersrate. Coole Geschichte. Okay, Vorsicht vor dem Brimstone-Effekt, wollte ich gerade noch sagen. Und da hat es mir schon das Gesicht weggenudelt. Wenn ich jetzt die Dinger aktiviere, haut's mir das Knochenherz weg, ne? Ich setze jetzt mal mein Dings ein in der Hoffnung, dass ein Herz rauskommt. Das war leider kein Herz.
Also mit ein bisschen Pech ist das Knochenherz gleich weg, aber dann ist es halt so. Nee, er dürfte sich erst, er müsste... ich weiß nicht, woran er sich jetzt als erstes bedient. Nein, ich will es nicht riskieren, dass das Knochenherz weg ist. Okay, da ist jetzt... vorsichtig. Nice! Knochenherz ist wieder am Start und jetzt kann ich auch gleich wieder ein paar Viecher generieren. Die ich gerade leider alle verloren habe. Sehr schöner Raum. Das war der Brimstone, ne? Der hat die einfach weggeschnetzelt mit einem Schuss. Das ist halt das Ding. Also du musst, darfst dich halt nicht darauf verlassen. Das kann halt mit einem Schuss kann alles weg sein. Also da muss man schon gut aufpassen. So. Okay. Und jetzt lassen wir die Aufladung. Boah, nee, hier falsch. Hier muss ich hin. Okay. Oh, da ist schon der Boss. Sollen wir erst den Boss machen? Wegen Engelraum. Wobei, ja, ich meine, naja, wir können die Chance vom Engelraum ja noch erhöhen, wenn wir im Shop zum Beispiel den Keeper sprengen und sowas. Wenn wir das ganze Zeug noch mitnehmen. Ich lasse jetzt mal die Worldkarte unberührt. Einfach aus dem Grund, dass ich so einen Schutz habe, in Anführungszeichen, nicht versehentlich Q zu drücken und die Viecher zurückzuholen. Weil vom Kampf her brauchen wir im Moment nicht mehr Viecher draußen. Oh, das ist jetzt frech. Scheiß drauf. Den einen Hit muss ich ertragen, ist okay. So, wir haben weder Itemraum noch Itemshop bisher gefunden. Also beides kommt noch. Und beides kann uns unsere Reise noch versüßen. Oder erschweren. Aber wenn es erschweren würde, würde ich es ja nicht nehmen. Insofern kann eigentlich nichts passieren. Und beides kommt nach einem Raum. Schön. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Rückwärts ist ja dann einfacher. Ja, ich hatte jetzt die Wahl. Na, war jetzt blöd, weil da eine Bombe rauskam. Das war jetzt ein bisschen fies, aber okay. Oh, nice. Schönes Ding. Okay. Will ich... Wie viele blaue Herzen werden dazu... Wie viele blaue Herzen nimmt der? 2 und ein Herzcontainer oder 3 und ein Herzcontainer? Ein Soul Heart zu einem Herzcontainer. Oh, erstmal hier aktiv werden kurz. Ein Soul Heart zu einem Herzcontainer. Dann würde ich schon die Reihe oben mal voll machen. Yo, das Ding ist viel stärker geworden, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, es waren 3, es waren vorher 2 und jetzt ist es nur noch eines. Ein Soul Heart.
Das ist stark. So, und jetzt kommen wir auch in jeden Geheimraum rein. Das ist nochmal geiler. Das ist nochmal viel geiler. Das ist nochmal richtig viel geiler. So, was haben wir hier? Okay, müssen wir ausprobieren. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ups. Ey, Pyjamas zu bekommen war wieder großartig. Ich habe zwar alles verloren an Viechern, sehe ich gerade, aber okay. Will ich noch mehr Herzcontainer? Ich würde einen noch verwandeln, glaube ich. Wie viel würdet ihr verwandeln? Wie viel würdet ihr verwandeln? Ich würde einen noch verwandeln. Dann haben wir 4 Plätze für blaue Herzen noch übrig. Machen wir es mal so. Machen wir es mal so. Aber wenn ich jetzt auf mein... Leute, ich muss leider sagen, wenn ich auf meine Videozeit gucke, habe ich ein bisschen ein ungutes Gefühl, vorsichtig ausgedrückt. Oh mein Gott. Ich glaube, wir müssen cliffhangern. Ciao. Ich glaube, wir müssen cliffhangern. Ich weiß nicht, Ich meine, das wird ein 3-Stunden-Video, wenn ich so weitermache. Vor allem, wenn ich bedenke, es könnte halt passieren, dass nach Mega Satan, den ich natürlich auch jetzt versuchen werde, dass nachdem wieder Void kommt. Und wisst ihr, wie lange wir dann an diesem Run hier noch sitzen werden? Und wisst ihr, wie spät es gerade bei mir ist? Nein, wisst ihr nicht. Ich wäre tatsächlich dafür, hier cliffhangern nach dem Boss. So, jetzt gibt es hier noch einen Geheimraum, ziemlich sicher. Jo, okay, jetzt kann man es natürlich einsetzen. Ich wäre dafür wie Cliffhanger nach dem Boss. Ich schaff's nicht komplette Runs in einen Part. Das geht nicht. Ich brauch zu lang. Ich brauch zu lang für komplette Runs. Es tut mir wahnsinnig leid. Aber wenn ich jetzt ganz normal hier weiterspiele, so wie wenn ich hier einfach den Run halt, ne? Ich brauch noch ewig. Wir sind gerade mal in Devs 1. Und Satan-Deal kommt. Na gut. Da ist nochmal ein HP ab. Ja, aber dann... Stopp! Dann kann ich jetzt auf jeden Fall einen Deal nehmen. Also rein da. Das Auge war was Cooles, ne? Waren das diese... Diese steuerbaren Tränen oder so in der Art? Ein Damage up, 2 Range up, Tears can be controlled mid flight, genau. Ja doch, das gönne ich mir. Das gönne ich mir. Das gönne ich mir. Oh mein Gott! Was gibt's auf Devs 1, wenn ich das einsetze? Ich glaube auf Devs 1 nicht so viel cooles Zeug, ne? Das ist eigentlich was, was ich bis Wump mitnehmen will. Wump 1 sind 2 Boss-Items. Devs 1 sind einfach nur 4 Soul Hearts. Ja gut, dann gebe ich jetzt mein Buch auf. Dann gebe ich an der Stelle mein Buch auf. Das Ding nehmen wir bis Wump 1 mit.
Das Ding nehmen wir definitiv bis Wump 1 mit. Hoffentlich. Da darf nichts anderes, da darf kein noch besseres Baseball-Item kommen. Das Ding müssen wir bis Wump 1 mitnehmen. Das ist zu verkraften. Wir haben so viel Damage und alles, das ist zu verkraften. Und hier kommt nochmal Damage dazu. Und jetzt kann ich da auch noch so steuern, lustig. Das ist voll okay. Okay, wir machen eine Ebene noch. Wir machen noch bis Marm. Und dann cliffhangern wir. Dann, genau, wir machen noch die nächste Ebene. Wir schauen uns noch an, was Pandoras Box mir bringt. Das machen wir nicht als Cliffhanger. Das schauen wir uns noch an. Und jetzt ist es natürlich dann auch sinnvoll. Ist das jetzt? Ganz ehrlich, da wir eh kein Space-Beite mehr haben, nützt mir die Glühbirne gerade auch nichts mehr. Und ich meine, das macht mehr Reichweite. Ich feiere das irgendwie gerade mehr. Keine Ahnung. Ich feiere das gerade irgendwie mehr. Wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit. Ist mir egal. Wir nehmen das mit. Okay. So. Weil dann schätze ich, sind wir ungefähr bei 1,5 Stunden, wenn ich hier in Dings fertig bin. Okay, vorsichtig, nicht in das Brimstone reinrennen. Jo, aber das ist jetzt eigentlich schon geil, weil wir dadurch noch weiter fächern unseren Angriff. Das ist gar nicht mal so dumm für so viele Viecher. Das ist, was ich meine. Und zusätzlich sind wir auch noch zielsicher beim Schießen. Okay, will ich den probieren? Nee. Nee. Nee, 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 nee. Wir bekommen genug Items noch. Der muss jetzt absolut nicht sein. Ja, ich meine, schaut euch das an. Das ist insane gut, was wir hier treiben. Das kann mir alles da oben gestohlen bleiben. Wobei wir genug Bomben haben. Trotzdem brauche ich es jetzt im Moment nicht. Okay. Itemraum und Geheimraum in einem. Schöne Sache. Die Feder ist ein cooles Spaceball-Item, gar keine Frage. Aber wir müssen Pandoras Box mitnehmen. Insofern, tschüss Feder. Okay, kann ich mir leisten? Also, ich leisten im Sinne von, ich komme nicht über 99 Münzen damit. Jetzt wäre der Shop erst recht sinnvoll, aber den wollen wir ja sowieso besuchen. Oh mein Gott, einfach nochmal der Lavas, alles klar. Okay. Können wir uns holen. The World und The World. Ja gut, dann kann ich auch einmal The World einsetzen. Tut ja nicht weiter weh. Ah, da drüben ist der Shop, okay. Oh, da drüben ist so ein Truhenraum. Yikes. Dann gehen wir da mal fix noch hin. Ey, ich bin guter Dinge, was den One angeht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Shit. Aber ich, immer wenn ich das bin, werde ich zu übermütig. Das ist ganz gefährlich. Nein, das war jetzt die Münze zu viel.
Das war jetzt die berühmte Münze zu viel. Yo, alles klar, komm zu Papa. Ja, komm, scheiß drauf. Ich lasse jetzt hier nicht liegen, weil es kann Luck-up sein. Hat mir letztens Counter geschrieben, da hat er auch völlig recht, dass ich an sowas denken sollte. So. Oh, auch ein cooles Trinket, aber ich finde, ich feiere den Wurm gerade viel mehr. Weil wir halt echt dadurch eine krasse Reichweite haben, dadurch, dass so viele Viecher schießen und es sich dann auch noch verteilt. Doch. Doch, ich bleib bei meinem Wurm. Und in Kombination mit Piercing Shots, es kombiniert sich alles so insane gut. Es kombiniert sich so insane gut einfach. Wait, seit wann schießen wir drüber über die Steine? Macht das auch der Wurm? Lasst mich das mal ganz kurz testen. Sorgt der Wurm dafür, dass die floaten? Oh mein Gott! Das ist ja so viel besser. Das habe ich gar nicht gerafft, dass das am Wurm liegt. Das habe ich... Das macht ihn ja noch geiler für die ganze Geschichte. Das macht ihn ja einfach mal noch geiler. Yo! Das habe ich echt nicht gerafft, ne? Okay, wir kamen jetzt hier recht schnell durch, muss ich gestehen. Wir kamen jetzt hier recht schnell durch. Das ist in Ordnung. Ah, wir waren noch nicht im geheimen Raum. Moment. Nee. Nee. Ich bin voll zufrieden mit dem, was ich habe. Ich wüsste nicht, was da rauskommen kann. Dass mich jetzt... Ich meine, gut, vielleicht eine Galb-Pille. Kann das vielleicht Pillen droppen? Ich weiß es gar nicht. Es droppt Trinkets, es droppt blaue Herzen. Beides würde mir gerade überhaupt nichts bringen. Was kann es noch droppen? Ah, nee, ich habe jetzt keinen Bock auf das Viech. Echt nicht. Wow. Okay. Haben wir alles, was wir wollen? Ja. Aber wir könnten noch... Oh. Nee, jetzt gehen wir. Ich will noch schnell wissen... Kommt mal hier zusammen zu mir, bitte. Dass wir hier gemeinsam auch angreifen. Genau so nämlich. Geile Geschichte. So. Dann einmal das Polaroid. Dass wir das schon mal haben. Dann ein weiterer Satan-Deal. Impossibility. Das sind Spektraltränen, ne? Sollten wir irgendwann dieses Trinket verlieren? Sollten. Wäre es eigentlich sinnvoll, dass die Tränen auch von sich aus Spektraltränen werden? Insofern würde ich mir das jetzt einmal gönnen. Es ist eh nur ein Herz. Das kann ich mir leisten. Ne? Dann haben wir halt hier wieder das blaue Herz und dann haben wir das wieder gefüllt. Ist doch in Ordnung. Denn, wie gesagt, sollte ich irgendwann dieses Trinket ablegen aus irgendeinem Grund, weil ich weiß, ich nicht dumm bin oder so, dann habe ich halt immer noch den Effekt, dass die da durchgehen. Cool. Sehr cool. So, jetzt gucken wir uns noch an. Was bringt mir meine Pandoras Box? Hat es sich gelohnt, dafür das Buch herzugeben und die ganzen Stat-Ups? Ich denke schon. Wir werden es gleich erfahren. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Nein, natürlich nicht. Ja. Das ist nochmal ein Tiers-Up. Das ist sehr geil. Und wenn wir jetzt getroffen werden, können wir uns die blauen Herzen hier holen. Dann haben wir noch ein paar Pillen übrig. Oh, dreimal die gleiche Pille. Komm, dreimal Pretty Fly. Das wäre insane. Bitte kein Bad Trip. Oder HP Down oder sowas. Aber könnte ich auch verkraften. Okay, Larger ist auch jetzt nicht so geil, aber ist okay. So, und
Ach, das ist Shot Speed Up dreimal. Das ist cool. Okay. Dann würde ich aber wirklich sagen, an der Stelle machen wir nächstes Mal weiter. Auch für mich. Auch ich muss hier cliffhangern. Es ist so spät, ich bin müde, ich will schlafen. Es tut mir leid, ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Und ich hoffe, das Spiel lässt mich hier continuen. Ich hab da echt Angst, dass das mit dem Continue irgendwann mal schief läuft und irgendwie ein Savegame verschwindet. Aber es darf eigentlich nicht passieren. Es darf eigentlich nicht passieren, deswegen... Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Ich will die Parts nicht mega lang machen. 1 Stunde 15 ist halt eh schon Überlänge. Was weiß ich. Das ist keine normale Partlänge, was ich bei Isaac mache. Aber wie soll man es anders machen als Let's Play? Man müsste es eigentlich streamen. Dann könnte man sich dabei unterhalten. Ich muss mir da was überlegen. Aber dann komme ich nicht mehr zum Aufnehmen. Dann sind es halt Streams anstatt Aufnahmen. Ich weiß nicht. Ah, oh, es ist schwierig. Aber ich meine, so überlegt, ob ich jetzt eine Nacht aufnehme oder eine Nacht streame. Gut, da ist dann keiner da. Das ist wieder was anderes. Ach, ich bin echt am Überlegen, weil es kostet so viel Zeit, Isaac aufzunehmen. Und alle anderen Let's Plays hast du halt in so einer halben Stunde normalerweise einen Part. Und der Part fühlt sich dann auch nach was Ganzem an. Und hier fühlt sich halt nach einer halben Stunde der Part überhaupt nicht nach was Ganzem an. Weil ich halt 3 Jahre brauche, um hier durchzuspielen. Okay. Wir cliffhangern hier. Ich hoffe, ich kann das nächste Mal hier fortsetzen. Ansonsten haue ich das Spiel gegen die Wand, weil es ist eine super gute Ausgangsvoraussetzung. Es muss, ich meine, dafür ist das Spiel da. So, dafür ist die Funktion da, dass man continuen kann. Es darf mit dem Save das Save-Game nicht löschen. Wird schon gut gehen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.